Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Ich wurde in der letzten Zeit schon öfters gefragt, ey Lu, weißt du schon, was uns in der Zukunft erwarten wird von The First Descendant? Kriegen wir neuen Content? Wann kommen neue Charakter? Wann kommen neue Waffen? Und. Dazu gibt es jetzt eine kleine Season Roadmap Tour von mir, weil das gar nicht mehr so lange dauert. Anfang August, das ist nicht mal mehr 3 Wochen hin, 2 Wochen ungefähr, ein bisschen länger, kommt schon der erste neue Charakter, beziehungsweise die ersten 2 neuen Charakter. Das ist einmal Luna. Ich werde euch einfach mal die Roadmap hier einblenden. Luna, mehr wissen wir dazu nicht, ist ein neuer Charakter. Welche Attribute, was für Fähigkeiten, das wissen wir noch gar nicht. Und Ultimate Valby. Für alle, die hier Valby sich vielleicht freispielen wollen oder kaufen wollen sogar, wartet vielleicht besser ab und holt euch die Ultimate-Version, weil die Ultimate-Version ja immer ein bisschen besser ist als die normale Version. Übrigens ganz wichtiger Ausblick für morgen: kommt ein Video, wo ich die Ultimate-Version mit der normalen Version einmal vergleichen werde und euch ganz genau erklären werde, wo da genau die Unterschiede sind. Außerdem gibt es einen neuen Endboss, den Gluttony. Da bin ich sehr gespannt, ob er nur im normalen Modus, nur im schweren Modus, in beiden Modis dabei sein wird oder vielleicht eine komplett neue Riege hier aufgemacht wird mit neuen Bossen. Bin ich sehr gespannt, inwieweit der da mit eingeführt wird. Außerdem doch eine neue ultimative Waffe und ein neuer Skin. Wahrscheinlich dann ein neuer Skin für Luna. Und dann kommen wir schon zu Season 1. Wir befinden uns nämlich aktuell in der Vorsaison. Und Season 1 startet dann Ende August. Das ist schon nächsten Monat in gut 5 bis 6 Wochen. Und die Season wird 3 Monate gehen. Insgesamt gesplittet auf 3 Updates. Inwieweit was in welchem Update kommen wird, das weiß ich und das wissen wir aktuell noch nicht. Da wird es bestimmt in der näheren Zukunft dann nochmal neue Informationen zu geben. Aber wir wissen, was insgesamt reinkommen soll. Erstmal wird es ein Season-Thema geben. Season 1, Episode Invasion. Was damit auf sich hat, ich habe keine Ahnung. Es wird Season-Progression geben, das ist sehr cool. Es wird noch einen neuen Nachfahren geben, plus eine Nachfahren-Story. Bedeutet wahrscheinlich so eine Story, wie wir das auch von Bunny kennen. Ihr kennt hier diese Questline von Bunny. Könnt ihr euch vorstellen, dass da mit den neuen Helden auch so eine neue Story mit reinkommt. Noch ein neuer Boss, ein neuer Dungeon, noch mehr neue Waffen, noch mehr neue Skins und noch ein neuer ultimativer Nachfahre. Bin ich sehr gespannt. Schreibt mir gerne eure Meinung unten in die Kommentare. Welchen ultimativen Nachfahren würdet ihr euch wünschen? Wenn ich mir einen wünschen dürfte, wäre es, glaube ich, Yujin. Einfach nur, damit ich den normalen Yujin nicht farmen muss. Yujin ist nämlich wirklich sehr pain, den zu farmen. Ja, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und dann Anfang Dezember, vor Weihnachten, wahrscheinlich so um Nikolaus rum, kommt dann schon Season 2, auch mit einer neuen Episode natürlich, auch wieder gesplittet auf 3 Updates, mit einem neuen Mega-Dungeon, einem Utility-Companion, bedeutet, ich weiß nicht genau, was bedeutet, wenn ich jetzt so als erstes überlege, würde ich sagen, wir haben ein Pet und dieses Pet sammelt für uns Zeug ein. Wäre auf jeden Fall ganz cool, weil aktuell ist ja so, dass man überall selber langlaufen muss, um alles einzusammeln. Wäre ganz cool, ein Pet zu haben, was einen großen Bereich abdeckt, um alles einzusammeln. Natürlich wieder Season Progression, wieder ein neuer Nachfahren mit Nachfahren-Story, wieder einen neuen Boss, wieder neue Dungeon, wieder neue Waffen, neuen Skin und noch einen ultimativen Nachfahren. Also da können wir auf jeden Fall sehr gespannt sein, was da alles reinkommt. Und ja, aktuell bin ich noch komplett im Hype. Ich denke ihr auch, The First Descendant, ich hätte echt nicht gedacht, dass das Spiel so, so gut ist und mir so viel Spaß und Sucht bereitet, muss man tatsächlich sagen. Ich bin wirklich in der Sucht gefangen, die ganzen Charakter freizuschalten, die ganzen Waffen freizuschalten. Und es macht auch einfach gameplaymäßig extrem viel Spaß. Gibt viele Möglichkeiten hier zu farmen und Dinge zu tun. Bin aktuell sehr, sehr happy. Gibt aktuell auf dem offiziellen Discord, vielleicht als kleine Randnotiz, eine Umfrage, ob nicht der Timer von der Infiltration entfernt werden soll oder zumindest sehr weit reduziert werden soll. Haltet da auf jeden Fall die Ohren offen. Es könnte sein, dass in den nächsten Tagen schon dort ein Update kommt und dann der Timer entweder komplett entfernt wird oder drastisch reduziert wird. Die Infiltration, diese 5 Minuten, die sind nämlich schon sehr nervig. Ja, wenn ihr nichts zu The First Descendant verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow dalassen. Wird in der nächsten Zeit noch sehr, sehr heiß werden. Das kann ich versprechen. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen auf die nächsten Tagen und Wochen. Vor allen Dingen auch mit dem Update im August. Ansonsten würde ich mich natürlich wie immer über ein Like auf dem Video freuen und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.